Herzlich willkommen zu Green Hell. Hier erlebst du die volle Story. Viel Spaß dabei. Wir schwimmen mal hier hinten das komplette Gewässer ab. Hier so eine Schnecke, die können wir gleich noch mitnehmen. Obwohl ich ehrlich gesagt niemals im Regenwald so in einem Gewässer tauchen oder schwimmen würde. Weil ich glaube, da kann man sich auch Parasiten einfangen. So, wir haben 7.30 Uhr. Der 18. Dezember bei herrlichstem Sommerwetter. Hier haben wir wieder eine Echse. Die können wir direkt mal auseinandernehmen. Ja, genau, unser Feuer ist weg. Wir müssen hier. Warum sinkt eigentlich unsere Gesundheit? Sind unsere Werte so schlecht? Wir müssen was essen. Moment. Wir essen das hier mal. Ja, okay. Wir essen die kompletten Schnecken. Die Banane. Hier, die halten noch 7 Stunden. Da werden wir schnell mal runtergehen, was trinken. Oh Gott, und Fett. Ja, Fleisch. Fleisch müssen wir auch essen. So, sammeln mal die Kohle noch ein. Und wir mussten ja hier noch ein neues Feuer bauen. So. Brauche noch mehr kleine Stöcke. Okay, Ziel ist auch auf jeden Fall immer noch, dass wir Kokosnüsse finden. Das Problem ist, wenn wir nicht bald irgendwie Kokosnüsse finden, weiß ich nicht, wie wir langsam mal weitergehen können. Weil hier haben wir halt das Glück, dass wir hier noch Wasser in der Nähe haben. Und das kann ja unter Umständen bald etwas knapp werden, wenn wir unterwegs sind. Und da möchte ich schon so ein bisschen vorsorgen. So, wir trinken mal. No, bad idea. Okay, Wasser ist aber voll. Wir brauchen immer noch Fett und Proteine. Also das Fleisch müssen wir jetzt komplett essen. So, und wir gucken mal, dass wir hier noch mal ein paar Fische rausholen. Oh, da schwimmt einer. Okay, ein Fisch haben wir, ne? Gut. Ich gehe hier nochmal. Da haben wir auch nochmal das Nest. Hoppala. Das hier nehmen wir auch nochmal mit. So, unser Speer. Dann muss jetzt hier, genau, da ist der Honig. Den haben wir auch noch gar nicht probiert. Bei dem gucke ich auch mal. Wenn wir den essen. Kohlenhydrate. Okay, aber gut. Oh, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Fett. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? So. Wir brauchen Fett. Fett würden wir, denke ich mal, auch bei den Kokosnüssen bekommen. So, hier haben wir wieder ein paar Pilze. Nehmen wir direkt mit. So, wo ich aber noch gerne hin möchte, ist, wir schwimmen mal hier hinten das komplette Gewässer ab. Hier so eine Schnecke, die können wir gleich noch mitnehmen. Obwohl ich ehrlich gesagt niemals im Regenwald so in einem Gewässer tauchen oder schwimmen würde. Weil ich glaube, da kann man sich auch Parasiten einfangen.
So. Geh mal weiter. Ja, wir brauchen unbedingt Kokosnüsse, damit wir dann später auch Wasser transportieren können für unsere Strecke und für die weitere Entdeckung und Erkundung. Das ist eigentlich unser höchstes Ziel, dass wir hier unbedingt. Hier hinten haben wir noch Seerosen, die nehmen wir mit, falls wir wieder irgendwie eine Lebensmittelvergiftung bekommen. So, und jetzt tauchen wir mal hier so ein bisschen unter, um zu gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Dann haben wir die Region auf jeden Fall auch komplett von oben bis unten so ein bisschen erkundet, in der wir hier uns seit unseres Aufwachens befinden. Wie gut wir unter Wasser hier sehen können, ne? So, wir nehmen uns auch gleich nochmal einen Fisch mit, wenn wir vorne sind. Da ist gerade einer lang geschwommen, aber wir holen die vorne raus. Hier möchte ich noch ein bisschen tauchen. Okay, einmal kurz hoch, Luft holen. So, aber sonst hier haben wir sonst nichts. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch einen Fisch rausholen. Unsere Energie ist ziemlich niedrig. Also wird gerade. So, noch ein Fisch. Okay, gut. Und jetzt Kokosnüsse. Welche Pilze waren das, die Energie gebracht haben? Hier, die hier. Da werden wir von dem mal ein paar essen. Okay. Tja, Kokosnüsse. Wir können hier noch mal nach drüben gehen. Auf die andere Seite, über diesen Baum hier rüber. Ob wir hier jetzt fündig werden? Das sieht echt extrem schlecht aus, ne? An den Bäumen ist nichts. Auf dem Boden sehe ich auch keine. Weil ich weiß halt nicht, wann wir das nächste Mal dann wieder an ein Gewässer kommen, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen. So, das ist gut. Hier haben wir noch mal solche Pilze. Die hier, die essen wir mal, weil die halten nicht mehr lange. Dann können wir noch mal aus dem Wasser zumindest trinken und ein paar Parasiten beseitigen, falls wir uns die wieder einfangen. Tja, diesmal haben wir ja auch kein Glück mit Nüssen. Und keine Kokosnüsse. Och, das ist ja. Das ist wirklich schwierig. Hier haben wir eine Banane. Die nehmen wir mit. Ja, dadurch, dass wir halt kein Fett haben, sinkt unsere Energie so ein bisschen. Warte mal, komm mal her. Geh mal richtig auf den Baum rauf. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in unseren Unterschlupf noch ein kleines Powernap halten. Hier haben wir noch Banane. Weil alle anderen Werte sind ja okay. Nur unser Fett nicht. Warte mal, sammel den mal. Wir brauchen kleine Stöcke. Oh Mann. Tja, keine Kokosnüsse gewachsen.
Wir müssen einen kleinen Powernap einlegen. Ach, hier haben wir wieder einen. So, den sammeln wir direkt auf. Hier haben wir noch einen kleinen Stock, dann können wir das Lagerfeuer hier noch eben schnell fertig machen. Hier haben wir noch einen Obsidian. So, einmal kurz ein bisschen schlafen. So, okay, das reicht. Dann machen wir einmal Feuer. Haben wir noch? Oh, wir müssen mal uns ein paar Blätter holen und die Blätter trocknen. So, grill das mal. Hier den auch. In der Zwischenzeit sammeln wir hier mal ein paar Blätter auf. Nee, das lass mal liegen. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Stock hier einsammeln. Und ein paar Blätterchen, damit wir Blätter trocknen können. So. Okay, dann lass uns mal nach dem Fleisch schauen. Und das hier ist auch schon durch. So, die Blätter, die legen wir einmal hier hin. Warte mal, komm mal her. Ah. So. Alle auf einen Stapel. Dann haben wir wieder ein paar getrocknete Blätter für das nächste Feuer. So. Dann gucken wir jetzt noch mal. Wir jetzt ein paar Kokosnüsse abgreifen können. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Pilze. So, gehen da drüben auch noch mal nach Kokosnüssen gucken. Das ansonsten aus. Moment, wir haben wieder irgendwas. Wahrscheinlich irgendwie hier Egel. Und ich höre hier irgendwo eine Schlange. Ah, nee, da ist eine Spinne. Auch einpacken. Ja, was machen wir, wenn wir keine Kokosnüsse finden? Das wird schwierig dann. Oh, dieses Fauchen, das machen, glaube ich, diese kleinen Viecher. Hier haben wir noch eine Pflanze, die nehmen wir mal mit. Pilze. Sind das die Energiepilze? Die können wir gut gebrauchen. Energie. Ja. Okay. Tja, und Fett ist so ein bisschen unser Problem, ne? Kokosnüsse und Fett. Hier noch ein paar Lianen mit. Davon haben wir auch nicht mehr so viele.
So. Oh, das hier. Die nehmen wir uns auch noch mit, dass wir noch ein paar Verbände machen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber zurück zu unserem Bereich. Warte mal. Hier sind Maden. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Knochen. Oh, haben wir keinen Platz mehr für den Knochen? Warte mal. Wir werden den mal sammeln. Wo ist der Knochen hin? Hier. Genau, diese Schuppendingens, die können wir da liegen lassen. Oh, es wird dunkel. Ist das hier? Guck mal, da ist eine Schlange. Ich sehe sie da so halb im Dunkeln. Nehmen wir mal mit. So. Wir sind überladen. Können nur noch langsam laufen. Ja, ich habe jetzt natürlich auch keine Fackel oder so dabei. Und wir werden wieder müde. Ja, ich merk's. Warte mal, hier hinten sind noch Pilze. Die holen wir uns noch. Die sehe ich da leuchten. So, wie spät haben wir es denn? 7:30 abends. Hier ist wieder so ein Vieh. Eine kleine Echse. So. Ah, komm mal her, du Blätterhaufen. Du bist hier irgendwie. Komm mal weiter hier hin. So. Einmal ganz kurz ein Nickerchen nochmal machen. Für ein bisschen mehr Energie. So, und dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen Fleisch anbraten. So, da haben wir ja jetzt einiges. So, das hier sind die Energiepilze. Die essen wir auch mal eben. Gut, die Spinne, die werden wir auch einmal durchkochen. Ich glaube, die macht da ein bisschen geistige Gesundheit weg. Hier den Pilz lege ich mal mit hier runter. Da sind die Maden. Oh, wir müssen mal ein bisschen Ordnung hier in unseren Rucksack bringen. Alles so durcheinander. Mal Maden. Die würde ich gerne hier mit noch hinlegen, aber irgendwie gerade wenig Platz. Mal, leg mal das Fleisch vom Dingen zuerst mal runter und das hier drauf. Dann können wir das hier einpacken. Oh ja, Fett. Fett ist halt ein richtiges Problem gerade hier bei uns, ne? So, die Pilze, die packe ich hier mit runter. Können wir die Maden hier so ein bisschen hinlegen. So, was haben wir noch? Wir haben hier das kleine Messer. Den Knochen. Damit konnte man doch auch irgendwas machen, ne? Ich weiß jetzt aber nicht was. Ich lege den mal hier hin, weil mit dem konnte man auf jeden Fall auch Suppen kochen. Und da würden wir dann auch, ich weiß gar nicht, ob wir dann auch Fett bekommen. Warte mal, wo legen wir den am besten hin? Hier. So. Den hier können wir auch noch mal auseinandernehmen. Das hier brauchen wir nicht wirklich. Zerstören, ja.
Warte mal, leg mal Need to das. rest. Ja, ich weiß, aber wir müssen erst noch schnell das Fleisch durchkochen. Dann kannst du meinetwegen rasten, wie du lustig bist hier. So, genau, das ist das. Kohle haben wir, Harz haben wir. Wir können hier uns ja hier noch. Wir haben auch Obsidian zweimal. Da könnten wir auch so ein Obsidianmesser, glaube ich, herstellen, ne? Nee, doch nicht. Aber. Mal, guck mal her. Snappen die nicht aufeinander? Gut, wir werden hier nochmal drei Verbände herstellen. Oh Gott, wir schlafen gleich ein. So. Und unser letztes Fleisch. Hier noch eben schnell grillen. So, die sind alle etwas mehr als einen Tag haltbar. Das ist gut. Pilze. Ach, und die Schnecken. Die sollten wir dann auch noch einmal durchgrillen. Haben wir noch irgendwas für Energie? Ich werde mal hier so ein Stück Fleisch essen. Ja, und ums Trinken müssen wir uns dann morgen so ein bisschen kümmern. So, die letzte Schnecke hier gleich noch gegrillt. Und da müssen wir auch unbedingt schlafen gehen, sonst fallen wir hier gleich in den Dreck und das kommt dann meistens nicht so gut. Ja, machen wir gleich. Oh, grillt mal ein bisschen schneller, Schnecken. Die Spinne, die lege ich dann auch noch eben unter das Feuer. So, Schnecke Nummer 1, Spinne. Mal ganz kurz, ein Stündchen. Oh Gott, wir haben ja schon extrem spät. So, jetzt ist aber auch hier die Schnecke fertig. Die Spinne, die essen wir direkt. Okay, und wir gehen schlafen. So. Dann gute Nacht. Hat dir dieses Video gefallen? Dann unterstütze doch mich und meinen Kanal und hinterlasse ein Abo und drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen.